Hallihallo. Heute wird das unser Sportgerät sein. Wir fangen aber ganz normal an mit dem Mobilisationscheck. Wir stellen wieder die Füße hüftbreit und spüren erstmal in unseren Körper rein, wo es zwickt oder wie geschmeidig er ist. Die Körpermitte bleibt beim Mobilisationscheck entspannt. Wir atmen ganz locker, die Knie sind locker. Dann fangen wir von oben nach unten an, uns einzurollen. Der Atem fließt locker. Wenn ihr unten seid, geht ihr auch wieder genauso locker, flockig hoch und nehmt euren Körper wahr. Machen wir mehrmals. Und wenn wir dann oben sind, bleiben wir oben, nehmen die Unterarme übereinander vor die Brust, drehen die Wirbelsäule ohne das Becken. Das Becken bleibt nach vorn ausgerichtet und wir drehen Hals, Brust und Lendenwirbelsäule, schauen über die Schultern nach hinten. Wir ziehen auf keinen Fall an den Armen. Die Übung bzw. dieses Test kommt nur aus der Wirbelsäule. Dann kommen wir in die Mitte zurück, nehmen die Arme in U-Haltung. Der Abstand der Unterarme zu den Ohren bleibt gleich. Wir biegen uns zur Seite. Der Ellbogen geht einmal zur Hüfte runter und der andere geht nach oben. Atmet wieder locker, die Körpermitte ist ebenfalls locker. Und dann kommen wir in die Mitte zurück, beenden das Ganze und nehmen uns einen Ball. Wenn ihr keinen habt, müsst ihr nicht abbrechen. Viele Übungen kann man auch auf dem Hocker machen, beziehungsweise Stuhl. Die Bälle haben so ein Design mit so Linien, wenigstens die meisten. Achtet darauf, dass sie so parallel laufen. Heißt, in der Mitte, bei diesem Ball zum Beispiel und auch bei vielen anderen, na, kann man jetzt nicht sehen, ja, schlecht sehen, gibt es hier diese Kreise. Da setzt ihr euch in der Mitte drauf oder auf das Ventil. Das ist auf der gegenüberliegenden Seite. Die Bälle sind wunderbar. Man kann so schön da drauf sitzen, man kann aber auch da drauf hängen. Also nicht, weil man da drauf sitzt, sitzt man automatisch gesünder, gerader. Nein, ihr könnt darauf genauso beschissen krumm hängen wie auf jedem anderen Sitzmöbel. Gut, wir fangen damit an. Beide Füße fest auf dem Boden und machen unsere Beckenschaukel. Heißt, wir drücken jetzt das Steißbein und im Wechsel das Schambein in den Ball. Dabei rollt ihr nicht den Ball nach vorne, macht nicht hier diese Geschichte, sondern wirklich, ihr macht das auf dem Ball mit eurem Becken. Ich zieh mal die Jacke aus. Hab dann auch direkt Theater wieder mit diesem Mikrofon geschieden. Dann könnt ihr das vielleicht auch besser sehen. Schön hier schaukeln mit dem Becken, um den Körper wahrzunehmen, um die Wirbelsäule geschmeidig zu halten. Wie gesagt, das kann man auch wunderbar auf einem Stuhl machen, Bürostuhl, Küchenstuhl oder auch in eurem Sessel, auf der Couch. Nächste Übung, wir kommen erstmal in die Mitte zurück. Nächste Übung, wir drücken im Wechsel die Pobacke in den Ball.
Wir ziehen die Hüfte hoch und drücken sie in den Ball. Die Übung kommt wieder aus uns, nicht vom Ball her. Also hier nicht groß rumrollen. Der Ball bleibt ruhig liegen. Haltet euch bitte nicht mit den Händen am Ball fest. Lasst die Arme locker hängen. Und dann hier die Bewegung. Warum die Hände nicht an den Ball? Weil ihr sonst, wenn ihr den Ball so festhaltet und fixiert, euch den Ball unter dem Po eventuell wegschiebt, wegreißt. Also dem ein bisschen Gleichgewicht tut ja immer gut. Das trainieren wir auch gerade hier mit. Ich weiß, die Übung geht jetzt auf einem Stuhl etwas schlechter. Und die nächste könnt ihr jetzt auf dem Stuhl nicht machen, die könnt ihr aber dafür alternativ im Stehen machen. Wir kreisen mit dem Becken. Wer das im Stehen macht, ihr geht leicht in die Knie runter. Wenn ihr euch das hier so bei mir anguckt, der Po bewegt sich, der Ball bewegt sich stark, Kopf und Schultern sollen sich möglichst nicht bewegen. Das gilt auch für die, die das jetzt gerade im Stehen machen. Wie ihr hört, auch mein Ball knatscht. Hier schön kreisen, schöne große Kreise, auch mal andersrum. Dabei dürft ihr die Körpermitte anspannen. Wenn ihr sie nicht angespannt habt, ist es auch nicht ganz so tragisch. Aber hier kreisen, schöne große Kreise. Und achtet darauf, die Schultern gerade zu lassen. Und wir kommen in die Mitte auf den Ball zurück. Nächste Übung können wir wieder alle im Sitzen machen. Auf dem Ball ist es etwas schwieriger als auf dem Stuhl. So ein Ball hat so eine Eigendynamik, beziehungsweise die Impulse, die wir dem Ball geben, setzt der Ball auf jeden Fall sofort um. So ein Stuhl ist schon was Starres. Guckt mal, wenn es auf dem Ball nicht klappt, könnt ihr immer noch auf einen Stuhl wechseln. Körpermitte anspannen, hier Beckenboden, Bauch und Lende in die Körpermitte ziehen und wir heben ein Bein an. Rauf und runter, da müssen wir uns schon direkt ausbalancieren. Und wir bringen Bewegung in das Becken, in die Hüfte. Richtung Schulter, Richtung Brust hochziehen. Schön gerade aus dem Gelenk arbeiten. Und wir wechseln die Seite. Balanciert euch neu aus. Der eine Fuß ist fest auf dem Boden, sodass wir da Halt haben. Das andere Bein geht schön locker rauf und runter. Wir atmen in den Brustkorb, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Das sollte jetzt für alle noch gut machbar gewesen sein. Wir machen das Gleiche im Wechsel mit den Beinen. Hoch, hoch, balanciert euch aus, Körpermitte anspannen und schön im Wechsel hoch. Stupstiefe Speckrolle, mache ich auch. Wenn ihr keine habt, Pech gehabt. Dann kommt er wahrscheinlich höher. Ja, richtig schön hoch. So, wir kommen wieder in die Mitte zurück. Für die, die auf dem Ball sitzen, es gibt eine Sache, die ist relativ wichtig. Ihr müsst mitten auf dem Ball sitzen. Mehr mit der Tendenz schon nach hinten als nach vorne. Denn desto weiter vorne ihr sitzt, ich zeige euch das mal, desto weiter vorne ihr sitzt,
Seht ihr? Der Druck geht auf die Knie. Der geht richtig auf die Knie und dann kann man auch nicht hier so gut, dann ist es instabiler. Mitten oben drauf. So nach dem Motto, das ist mein Thron. So. Der Ball bestimmt nicht über euch. Ihr bestimmt, was der Ball macht. Unsere nächste Übung besteht darin, wir versuchen mal die Körpermitte, die Mitte zu finden. Dafür sitzen wir auf dem Ball, gehen auf die Zehenspitzen hoch und lösen dann beide Füße und versuchen uns hier auszubalancieren. Ich weiß, braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen Selbstbewusstsein, aber desto weiter hinten ihr sitzt, wichtig ist, viele machen den Fehler, in dem Moment, wo sie die Füße hochnehmen, mit dem Oberkörper nach hinten kippen. Keine gute Idee. Da hinten geht es bergab. Und so auf dem Hinterkopf landen, ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht bei euch irgendwelche Möbel stehen. Da wollt ihr bestimmt nicht mit dem Kopf dran oder mit dem Rücken. Aber versucht es. Nehmt die Füße hoch und balanciert euch aus. Hier sind die Luftgriffe. Könnt ihr euch wunderbar festhalten. Ihr seht, ich sitze auch nicht ganz ruhig. Aber unser Körper ist ja auch die ganze Zeit in Action. Das Blut zirkuliert, der Darm arbeitet, die einzelnen Organe arbeiten, die Lunge arbeitet. Es ist Action im Körper. Das sehen wir nicht. Das nehmen wir meistens bis aufs Herz auch nicht groß wahr. Bei ein paar Bauchschmerzen spüren wir dann vielleicht auch noch mal was. Aber da ist Action. Und das überträgt sich eventuell auch auf den Ball. Ja? Klappt das mit dem Hochhalten? Üben. Reine Übungssache. Es ist euer Ehrgeiz gefragt. Okay, ich erlöse euch davon. Ich weiß, die es nicht schaffen, finden die Übung doof. Und die das dann 1-2 Sekunden schaffen zu halten, es ist ausbaufähig. Ihr könnt das jederzeit üben. Irgendwann klappt es. Irgendwann findet ihr den Punkt, wo ihr so spontan so machen könnt. Als Beispiel. Gut, nächste Übung. Der Oberkörper, die Wirbelsäule bleibt senkrecht. Wir lassen die Ärmel hängen, die jetzt wieder keinen Ball haben. Doof gelaufen. Wir wandern zur Seite und lassen eine Pobacke am Ball, die andere hängt hier in der Luft. Und dann wandern wir nach rechts und links. Das ist eine Stabilisierungsübung, auch eine Übung fürs Gleichgewicht. Wow, das Unfallgefahr. Handtuch. Da bin ich gerade drauf gerutscht. Hier schön nach rechts und links. Und nicht abstoßen und mit Schwung rüber, sondern macht das langsam. Findet den Weg in die Übung. Dann kann sich auch langsam die Körpermitte daran gewöhnen. Wir kommen wieder in die Mitte zurück und machen jetzt mal was fürs Herz-Kreislauf-System. Ihr wisst, mittig oben drauf sitzen und wir marschieren. Arm und Bein gegengleich bewegen. Heißt, wenn die eine Seite das Bein hochgeht, geht auf der anderen Seite der Arm nach vorne. Das entspricht unserem natürlichen Gangbild. Und jetzt haben wir auch direkt mal die Schultern mit drin. Man kann auch so ein bisschen hüpfen dabei. Wer auf dem Stuhl ist, Pech gehabt. Ja, schön locker. Und wir federn aus. Frage, ist die Übung gesund für die Wirbelsäule? Ich werde ja immer wieder gestaucht. Aber es ist gesund, es ist sehr gesund für die Bandscheiben, weil die Stauchung wird vom Ball aufgenommen, anders als wenn ihr auf den Boden springt, der ist hart, dafür federt nichts nach, kann hier die Wirbelsäule wieder elastisch auch
hochgefedern. Das heißt, wir springen hier rein, wie im Trampolin, und kommen sofort wieder hoch. Das ist das Gesunde am Petsyball bzw. auch am Trampolin. So wird unser ganzer Organismus schön durchgeschüttelt. Auf eine sanfte Art und Weise. Gut. Wir könnten jetzt im Sitzen weitermachen. Finde ich aber doof. Wir gehen runter in die Rückenlage und werden dann dynamisch. Die, die jetzt keinen Ball haben, nehmt ihr einfach eure Beine auf den Stuhl. Die Beine, Füße, hüftbreit, Kopf ablegen, dabei ein leichtes Doppelkinn machen. Dann sollte diese Position entspannt sein. Viele finden diese, das nennt sich Stufenlage, sehr entlastend für den Rücken. Die hilft, aus den Rückenschmerzen rauszukommen. Das ist aber ein, ja, vielleicht kommt ihr auch raus, weil die Schwerkraft drückt jetzt nicht mehr auf die Wirbelsäule, auf die Schulter, sondern jetzt auf den Bauch. Aber die Stufenlage ist nicht wirklich gesund, weil wenn ihr den ganzen Tag sitzt, so wie wir gerade auch gesessen haben, im Grunde ist das die gleiche Position fürs Becken und die Knie. Ihr müsst rauskommen aus der Position. Aber jetzt nicht. Jetzt nehmen wir die Arme seitlich raus, Handflächen nach oben, spannen die Körpermitte an, heißt Po bleibt liegen, Lende geht hoch, Bauch rein, Beckenboden anspannen. Nur noch in den Brustkorb atmen und dann rollen wir den Ball zur Seite, nach rechts und links. Die Beine bleiben hüftbreit auseinander. Und so mobilisieren wir die Wirbelsäule in der Rotation und gleichzeitig bringen wir Geschmeidigkeit in unsere schrägen Rumpfmuskeln. Achtet auf die Brustkorbatmung. Körpermitte bleibt angespannt und einfach so ein bisschen schaukeln. Das Ganze hat noch den schönen Nebeneffekt. Im unteren Rücken, direkt über dem Po, zum Teil auch am Po noch, haben wir eine große Fläche. Man spricht da auch von einer Faszienplatte. Die wird jetzt zusammengedrückt und wieder entlastet. Und nur durch Zuge und Entlastung können die Faszien gesund bleiben. Heißt, wir massieren gerade mit dieser Übung schon die Muskeln, die Faszien im unteren Rücken. Ich möchte jetzt mit euch Muskeln aufbauen, schräge Rumpfmuskeln. Die Körpermitte ist angespannt. Wir drehen uns zur Seite im Rücken. Die Beine hängen, als ob sie jeden Moment vom Ball runterfallen. Und in der Position bleiben wir. Wir atmen in den Brustkorb. Genießen diesen Zug auf den schrägen Rumpfmuskeln, halten, Brustkorbatmung, durch die Nase in den Brustkorb atmen, durch den Mund wieder ausatmen. Die Körpermitte ist fest. Und dann zur anderen Seite rüber. Wer unbedingt den Kopf bewegen möchte oder mit reinnehmen möchte in die Übung, der Kopf wird zur entgegengesetzten Richtung gedreht wie die Beine. Halten, durchhalten, Brustkorbatmung. Und wir gehen wieder in die neutrale Position zurück.
Lösen die Körpermitte, atmen tief durch und schieben mal den Ball weg, sodass nur noch die Fersen und ein klitzekleiner Teil des Unterschenkels am Ball sind. Die Beine sind gestreckt. Bring jetzt Bewegung in die Lende, wo eure Arme sind, ist jetzt für die Übung erstmal egal. Körpermitte anspannen und wir ziehen mit den Fersen gleichzeitig mit beiden Beinen den Ball ran, vor eurem Po. Die Knie ganz dicht ranziehen und dann wieder strecken. Mit dem Ranziehen ausatmen, da ist die Luft unnütz und wieder strecken. Hey, unnütz ist die Luft nicht, aber sie ist uns im Weg, weil sie bläht uns auf. Deshalb, wenn wir hier die Beine ranziehen, drücken wir die Organe platt, drücken sie eventuell nach oben und damit automatisch die Luft raus. Und wenn wir dann wieder die Beine strecken, haben wir auch Platz für die Luft einatmen. Die zwei Techniken, wie man atmet, wenn wir uns klein machen, ausatmen, wenn wir uns weiten, wieder einatmen. Oder wenn es anstrengend ist, ausatmen, wenn es leichter geht, wieder einatmen. Das sind die zwei Techniken. So, ich denke, ihr habt jetzt schon wieder genug Bewegung im Becken, in den Knien. Die Knie haben wir mobilisiert. Nächste Übung, aus dieser Position heraus. Körpermitte wieder anspannen. Am besten schaut ihr erstmal. Dann machen wir das wie bei der Beckenschaukel. Ziehen erstmal das Schambein zu uns ran. Das ist diese leichte Bewegung. Der Po ist noch auf der Matte. Und dann heben wir uns Wirbel für Wirbel vom Boden ab. Die Arme sind seitlich rausgenommen, damit wir uns stabilisieren können. Dann gehen wir hoch bis in die Überstreckung. Und langsam wieder runter. Das Ganze machen wir unabhängig vom Atemrhythmus. Ihr könnt die ganze Zeit in den Brustkorb ein- und ausatmen. Ganz hoch und dann wieder runter. Der Übung bauen wir Kraft auf. Viele bekommen bei der Übung einen Krampf in der Beinrückseite. Ich hoffe, ihr jetzt nicht. Wenn nicht, müsst ihr das Ganze stoppen und gleich weitermachen. Und ein letztes Mal runterkommen, lösen, tief durchatmen. Wir verändern die Position der Arme. Achtet darauf, dass ihr die Arme noch ablegt. Ihr wisst von meiner Schulterproblematik, deshalb kann ich die Arme nicht ganz strecken und ablegen, weil die Seite mit der kaputten Schulter, das geht im Moment nicht. Deshalb gehe ich jetzt nur so weit hoch, dass beide Arme über der U-Haltung sind, also über Schulterhöhe. Ihr streckt die bitte ganz. Körpermitte anspannen und die gleiche Übung nochmal. Es wird instabiler und wir nehmen mehr Anteile der Wirbelsäule und des langen Rückenstreckers mit in die Übung hinein. Sprich, die Übung ist intensiver. Schön rauf und runter. Wenn ihr wieder unten seid, dürft ihr die Übung kurz beenden. Zuschauen, neue Aufgabe. Die Arme wieder zur Stabilisation rechts und links rausnehmen. Die Körpermitte wird angespannt. Und dann komme ich wieder so hoch, wie ich das gerade auch gemacht habe.
Halte mich jetzt in dieser Position, balanciere mich aus, löse ein Bein und nehme die Fußsohle an den Ball und die zweite Fußsohle. Dann kann ich auch wieder höher kommen, ausbalancieren. Wir sind jetzt nicht beim Zirkus, auch wenn ihr das Gefühl habt. Der Po bleibt oben, ihr löst ein Bein, jetzt wird es kritisch, nehmt das in Verlängerung zum Rücken und malt eine schöne liegende Acht, so eine Endlosschleife. Der Po bleibt oben, wechseln auch mal die Seite. Ja, das ist nicht ohne die Übung. Aber wir finden das Gleichgewicht, trainieren das Gleichgewicht. So, ich habe euch das vorgemacht. Ihr seid dran. Kämpft. Kämpft, traut euch. Die Gefahr, dass ihr jetzt in der Oberschenkelrückseite den Krampf bekommt, ist noch größer. Versucht es trotzdem. Haltet durch. Kämpft. Ich entspanne mich gerade. Ich gucke, versuche, euch Zeit zu geben, dass ihr das so schön nachmachen könnt. Ihr könnt das Ganze hier auch pausieren und dann einfach üben. Wir kommen jetzt zu einer neuen Aufgabe. Wir nehmen die Beine runter und gehen auf die Knie hoch. Hinter dem Ball. Am besten so zum Mattenende gehen. Wir legen uns über den Ball, hinten auf die Zehenspitzen gehen, rollen uns nach vorne, nehmen die Hände auf den Boden, bringen Spannung in den Körper und dann wandern wir nach vorne. Wenn ich gleich aus dem Bild raus bin, seht ihr immer noch meine Füße, hoffe ich zumindest. Nicht den Bauch durchhängen lassen und wieder zurück, vor und zurück wandern. Das ist für die Schultern gut, hat was mit dem Gleichgewicht zu tun, mit der Körperspannung. Weitermachen. Ich gehe nur mal ein Stück weiter nach hinten. Vielleicht seht ihr da noch mehr. Die Beine sind hüftbreit geöffnet. Und hier bis zu die Füße am Ball sind. Und wieder zurück. Wenn ihr abstürzt, hoffe ich, dass er euch nicht wehtut. Aber es ist keine große Höhe. Gut, dann dürft ihr jetzt auch wieder langsam zum Ende kommen. Nächste Übung. Wir versuchen, Kraft in die Arme zu bekommen, in den Schultergürtel. Ihr wisst, da ist die Schulter kaputt, da der Ellbogen. Trotzdem mache ich euch die Übung vor. Ich mache sie aber nur ein-, zweimal. Wenn mein Arzt das sieht, kriege ich Ärger. Ich darf das nicht machen, aber egal. Wir gehen wieder nach vorne. Der Körper ist komplett angespannt. Stellt euch vor, ihr seid ein Brett, ein gerades Brett. Aus dieser Position, der Ball liegt unter den Oberschenkeln. Der Bauchnabel ist frei. Knicken wir die Arme ein und gehen mit dem Kopf runter. Die Beine gehen dabei hoch. Dann strecken wir die Arme wieder und wir kommen runter mit den Beinen. Schön diese Bewegung machen. Ihr macht die noch ein bisschen. Ich gehe aus der Übung raus. Weitermachen. Macht ruhig noch ein paar Liegestütze.
Haben wir jetzt was für die Arme getan? Das gibt mal schön stramme Arme. Es gibt Kraft in den Armen, im Schulterbereich. Wir kommen jetzt hoch und setzen uns auf den Denkt wieder an die Dehnungsfugen. Die nächste Übung, hier sitzen wir immer noch seitlich. Kann schon nichts Gutes bedeuten, ne? Sieht so aus, die Füße werden nach vorne genommen, Arme locker hängen lassen und dann die Körpermitte anspannen. Dann wandern wir mit den Füßen nach vorne und kippen mit dem Oberkörper nach hinten. Der Po geht hoch, die Arme sind locker und öffnen sich. Und wir gehen so weit, dass der Hinterkopf am Ball ist. Der Po wird oben gehalten, weil das sieht so scheiße aus. Finde ich zumindest. Hier hochhalten für die Körperspannung. So weit bekommen die meisten das hin. Das Problem liegt darin, jetzt das Ganze wieder rückgängig zu machen. Körperspannung. Ich zeige euch erstmal, wie es wirklich aussehen soll. Dafür brauchen wir dann schon gute Bauchmuskeln, um wieder einfach hochzukommen. Für die, die Probleme haben, stellt euch vor, hier hängt so ein fettes Glockenseil. Die sind ja so richtig dick. Da könnt ihr euch dran festhalten und hochziehen. Ziehe, 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 ziehe. Und dann seid ihr auch oben. So, ein, zweimal reicht nicht. Das machen wir häufiger. Das soll ja was bewirken. Damit bekommen wir auch Kraft. Ihr bekommt eventuell Selbstvertrauen durch diese Übung, dass ihr das könnt, dass der Ball nicht euer Feind ist. Die mit dem Stuhl haben wieder das Nachsehen. Rauf und runter. Bis zum Hinterkopf. Wenn ihr dann wieder oben auf dem Ball seid, beenden wir die Übung und gehen in die Dehnung hinein. Wie dehne ich jetzt? Auf dem Ball sitzend rolle ich wieder nach vorne, bringe mich in die Waagerechte. Der Ball ist aber jetzt unter dem Rücken. Versucht mal, den Kopf hängen zu lassen, die Arme hängen zu lassen. Dann die Spannung aus dem Körper zu nehmen und hier einfach euch mit der Wirbelsäule an den Ball zu schmiegen. In der Position dürft ihr sämtliche Spannung aus dem Körper nehmen. Für die, die sich nicht trauen, den Kopf hängen zu lassen oder sagen, das geht nicht, ihr könnt ihn auch hochhalten und dann baut er direkt ein paar vordere Halsmuskeln auf. Da der Bereich sowieso zum Schwächeln neigt, die vordere Halsmuskulatur ist im Verhältnis zum Nacken meistens schwach, haben wir jetzt den Vorteil, baut dann noch ein paar Muskeln auf. Schön in den Bauch atmen. Die Körpermitte wieder anspannen mit dem Ausatmen. Dann hebt ihr den Kopf an, richtet, versucht euch aufzurichten, während ihr gleichzeitig nach hinten lauft. So sitzt man wieder. Haben jetzt schön gedehnt. Wir versuchen es nochmal. Desto häufiger man dehnt, desto besser, geschmeidiger wird man. Wir gehen wieder in die gleiche Position. Lasst uns hier wieder hängen. Nehmen die Spannung aus der Körpermitte, atmen wieder in den Bauch. Und jetzt versucht mal, ob ihr das hinbekommt, weil das ist auch ein Trick dann für die Blutgefäße. Die Beine zu strecken, sodass der Kopf jetzt ganz tief ist. Er ist unter Herzhöhe. Wer Herzprobleme hat, macht das bitte auf keinen Fall so nach.
Jetzt kann das Blut wunderbar in den Kopf fließen. Kann gleich wieder rausfließen. Kann zwischenzeitlich für ein bisschen Schwindel sorgen oder für Kopfschmerzen. Schön tief in den Bauch atmen, dehn jetzt gerade die gesamte vordere Partie auf, die vorderen Züge, die Brustmuskeln werden gedehnt. Eventuell dehnt ihr auch schon die Arme. Dehnung muss man so 30 Sekunden halten. Also schön so bleiben, atmen. Der Po und der Kopf sollten nach Möglichkeit beides am Ball sein. Und mit dem Ausatmen die Körpermitte anspannen. Ich rolle etwas wieder nach vorne, dass der Kopf schon mal hochkommt, die Beine wieder angewinkelt sind. Hebe dann den Kopf an und rolle, wandere wieder nach hinten und richte mich auf. Hui. Wenn euch jetzt schwindelig ist, keine Panik, wir lassen das Blut raussacken. Das Ganze hat jetzt, haben wir vorne aufgedehnt, das Blut muss jetzt einfach nur wieder runter in den restlichen Körper, aus dem Kopf raus. Wir sind es nicht gewohnt. Das so, und dann reagiert halt so ein Kopf halt mit Schwindel, Kopfweh. Wenn es wieder geht, stehen wir auf, gehen hinter den Ball, knien uns dahinter. Wer Probleme mit den Knien hat, ihr könnt auch aus dem Stand heraus starten. Ich finde es aus der Position angenehmer. Aber wie gesagt, die mit dem Knieproblem kann man auch aus dem Stand raus machen. Ihr nehmt den Ball dicht vor den Körper. Schmiegt euch mit eurem Oberkörper an den Ball, nehmt den Ball mit beiden Armen und ahmt ihn liebevoll, Kinn an den Ball und schon wieder Theater mit dem Mikro, egal, gut. Kopf an den Ball und dann hoch mit den Knien. Wir sind auf den Zehenspitzen, schieben uns nach vorne. Die Finger verschwinden unterm Ball, das tut nicht weh. Das tut wirklich nicht weh, wenn ihr die Hände unter den Ball nehmt. Und dann nehmt ihr bitte die Spannung aus dem Körper. Wenn ihr in dieser Position seid, der Ball ist komplett unter dem Rumpf, die vorderen Oberschenkel sind am Ball, das Kinn ist am Ball, die Finger sind unterm Ball. Ihr lasst euch hängen und atmet entspannt ein und aus. Beim Einatmen wird der Bauch in den Ball gedrückt. Der Ball hilft euch dann beim Ausatmen. Hier dehnen wir jetzt den Rücken. Gleichmäßig wird er aufgedehnt. Desto tiefer ihr atmet, desto intensiver wird das Ganze für den Rücken. Wir spannen mit dem Ausatmen die Körpermitte wieder an, lassen uns zurückrollen, sind die Finger wieder frei, nehmen den Kopf hoch, lassen das Blut aus dem Kopf sacken. Wie gesagt, wenn es euch leicht schwindelig ist, wartet, bis es wieder gut ist. Generell ist es gut, mal zwischendurch am Tag den Kopf wirklich unter Herzhöhe zu nehmen. Heißt, wenn ihr euch bückt, bleibt einen Moment in der Position. So trainiert man auch seine Gefäße. Und das Gehirn kann sich daran gewöhnen, dass da mal Blut reinschießt. Und die Venenklappen werden trainiert. Körpermitte wieder anspannen und wir gehen wieder in die Dehnung. Wir nehmen wieder den Ball liebevoll in den Arm, legen das Kinn an den Ball,
gehen auf die Zehenspitzen, schieben uns nach vorne und lassen uns über den Ball hängen. Die Spannung aus dem Körper nehmen, wenn ihr eure Endposition erreicht habt. Schön tief ein- und ausatmen. Mit dem nächsten Ausatmen spannen wir wieder die Körpermitte an und lassen uns wieder nach hinten auf die Knie gleiten. Nehmen den Kopf hoch. Wenn das Blut rausgesackt ist, kommt ihr hoch, stellt euch hin. Ich hoffe, es geht wieder. Körpermitte ist locker. Wir nehmen die Arme in U-Haltung und gucken mal, was uns das heute gebracht hat. Wir biegen uns zur Seite. Kommen in die Mitte zurück, nehmen die Unterarme übereinander, das Becken bleibt nach vorn ausgerichtet, fixiert es und wir drehen die Wirbelsäule, schauen über die Schulter nach hinten, wir ziehen nicht an den Armen. Unterarme bleiben vor der Brust, das Becken bleibt nach vorn orientiert, auch wenn ihr jetzt vielleicht beweglicher seid und euch freut. Lasst das Becken fest, es geht gerade um die Körpermitte. In die Mitte zurückkommen, die Arme hängen lassen und jetzt langsam einrollen. Im Hals beginnen, den Kopf runternehmen, die Arme hängen locker, keine Hände an der Hose abwischen. Wir werden rund im Rücken, den Rest holen wir aus der Hüfte. Und dann kommen wir auch wieder langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Jeder in seiner Geschwindigkeit. Dann kommt zum Ende. Ich hoffe, dass es euch schön warm geworden ist, dass es euch jetzt besser geht vom Rücken her, vom Rumpf. Es würde mich freuen, wenn ihr so eine wohlige Wärme im Körper habt, eventuell mit einem wohligen Kribbeln. So ganz leicht, also nicht so wie eingeschlafen, taub, sondern so, dass ihr merkt, es ist Bewegung im Körper, es hat sich was getan. Das ist ein Zeichen dafür, wenn ihr das spürt, dass wir das fasziale System angeregt haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Und wenn das Fasziensystem angeregt ist und man das nicht gewohnt ist, kann das auch mal für eine schlaflose Nacht sorgen. Dass ihr zwar todmüde seid, ruhig liegt, aber merkt, in eurem Körper ist noch Action. Das ist okay. Das ist das Fasziensystem.
genießt es, freut euch, dass es wieder funktioniert, dass wir es angeregt haben. Das war's von heute von mir, zumindest für diese Einheit. Ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt noch eine von denen, die wir in den letzten Wochen aufgezeichnet haben, gucken wollt, noch was machen wollt. Es würde aber auch reichen, wenn ihr jetzt Feierabend macht. Ich mache Feierabend. Bis bald. Tschüss.